Hallo, Grüße dich. Ja, letztens fragt mich ein Kunde, Thomas, ich möchte mal wegkommen von diesem Commodity, also meine Softwareentwicklungsdienstleistung als Rohstoff verkaufen. Ich möchte, dass mein Kunde letztendlich meinen USP kauft, also letztendlich meine Specialty, meine Spezialität, meinen Brand, ja, meinen Namen, die Qualität für meine Firma steht und so weiter. Und dann sage ich, okay, ja, letztendlich möchtest du ein Brand werden, ja? Also das, was du hier so versuchst zu formulieren, ist letztendlich die Stufe hinzu von einfach Dienstleistung, vergleichbare Dienstleistung anbieten am Markt, hinzu, also zunächst erstmal Freelancer, dann Unternehmer, unabhängige Unternehmer, aber immer noch quasi vergleichbare Dienstleistungen anbieten, hinzu eigener Brand, also letztendlich deinen USP am Markt zu positionieren und zu platzieren, sodass du einen Wiedererkennungswert hast, der einen Burggraben idealerweise noch hat. Ja? Also das wäre dann sozusagen McDonald's oder Coca-Cola in der Softwareentwicklerbranche. Und letztendlich muss man, das ist ein sehr, sehr weiter Weg und viele schaffen es nicht, aber werden trotzdem sehr erfolgreich. Also man kann auch sehr erfolgreich werden, indem man nicht Coca-Cola oder McDonald's oder sonst was wird. Letztendlich muss man aber eine Frage sich stellen: Hat man das Prinzip Branding überhaupt verstanden? Und auf die gezielte Frage, was ist eigentlich Brand oder Branding, gibt es eigentlich eine ganz kurze, banale Antwort, die straightforward ist, also wirklich zielgerade raus. Branding ist letztendlich, oder Brand ist ein Gefühl, das dein Konsument hat, wenn er deine Dienstleistung oder dein Produkt konsumiert. Und jetzt magst du vielleicht denken, naja, okay, ich verstehe das schon bei McDonald's, bei Coca-Cola, was weiß ich, oder bei Gucci oder bei Autos und so weiter. Aber ich bin ja IT-Experte, mache irgendwie Infrastruktur, IT-Security oder Softwareentwicklung und so weiter. Völlig gleichgültig ist. Du erzeugst immer ein Gefühl in dem Moment, wo dein Kunde dein Produkt, deine Dienstleistung konsumiert, in dem Fall kauft, ja, in Anspruch nimmt, ja, wie auch immer. Erzeugst du immer ein Gefühl beim Kunden, der die Unterschrift setzt, der sagt, okay, wir kaufen. Wir kaufen nochmal. Dieses Gefühl kann häufig sein, das Gefühl der Sicherheit. Ja, das Gefühl der Zuverlässigkeit, das Gefühl von Begeisterung, ja, also letztendlich, wenn es um innovative Geschichten geht und so weiter. Aber letztendlich ist das Branding. Wenn du es schaffst, bei deinem potenziellen Neukunden oder bei deinem Bestandskunden das Gefühl zu erzeugen, in dem Moment, wo er dein Produkt oder deine Dienstleistung konsumiert, sprich kauft, welches du bei ihm erzeugen möchtest, sodass er eben weiterhin immer wieder kauft oder mehr kauft oder was auch immer du, welches Gefühl, also welche Ziele auch immer du hast mit deinen Kunden. Und das ist Branding und das muss man einfach verstanden haben und da ist häufig ein weiter Weg hin und nicht alle werden der absolute Super-Brand werden. Ja? Also nicht alle werden, es gibt einfach aus ganz bestimmten Gründen gibt es auch ganz viel Coca-Cola bei Aldi. Ja? Und glaub mir, die Firmen, die Coca-Cola, die Aldi Coca-Cola für 59 Cent herstellen, die machen auch gutes Geld. Ja? Also letztendlich, nicht nur Coca-Cola macht gutes Geld, es sind auch Pepsi und auch alle möglichen anderen Firmen, die Coca-Cola oder irgendwas ähnliches wie Coca-Cola, das wird dann nicht Coca-Cola genannt, ne? Also halt dann die komische Cola oder sowas. Ja? Und deswegen, es ist letztendlich auch wiederum eine Frage von Hypes, von viel Tara-Tara, von viel Trompetengeblase und so weiter da draußen. Ne? Dann gibt es wieder eine Phase, da ist dann Social Recruitment Agenturen, ist wieder das ganz neue Hype. Das ist jetzt abgeflacht, ne? Weil einfach der Markt wieder zugepumpt wurde. Wird auch jetzt wieder schön ausselektiert alles. Dann gibt es wieder die nächste Welle, da geht es dann wieder um Branding und dann wird plötzlich wieder jeder ein Branding-Experte da draußen, der irgendwie vor 2 Jahren noch zur Abitur gemacht hat oder was weiß ich. Also letztendlich kann man es wirklich auf diesen einen Nenner bringen. Ja? Es geht letztendlich um Gefühle und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Es geht am Ende
immer um Gefühle. Ob du jetzt zu Hause abends, weil du irgendwie frustriert bist oder was weiß ich, oder hattest Ärger oder keine Ahnung, willst einfach nur chillen oder was weiß ich, dich gehen lassen, dir eine Netflix-Serie reinziehst, ja, irgendwie 7 Teile an einem Stück bis um 4 Uhr morgens und dabei Cola und Whisky-Cola und Salzstangen dir reinpfeifst, 5 Stunden am Stück oder 7. Auch das ist ein Gefühl, das du in dem Moment haben möchtest. Ja, das ist das Gefühl von Relaxedheit, von ich lasse mich heute mal gehen, ja, ich scheiß heute einfach auf alles, ja. Und dieses Gefühl willst du ganz gezielt und bewusst, ich hoffe, dass du es bewusst tust. Es gibt einige Menschen, die tun das nicht mehr bewusst, bei denen ist es auch, die sind dann schon etwas gefährdet. Aber wenn du es dir bewusst mit dir machst, dann ist es auch okay. Ja, wenn du einfach bewusst in den Urlaub fliegst mal für 2 Tage, ja, und einfach nur die Sonne scheint oder was weiß ich. Also letztendlich ist eben da das Gefühl, dass du eben faulenzt oder was weiß ich. Ja. Das heißt, das musst du dir klar machen, okay? Welches Gefühl willst du bei deinen Kunden erzeugen? Und wenn du jetzt zum Beispiel ein Anbieter bist von IT-Security-Systemen, ja, dann ist es, glaube ich, relativ einfach zu beantworten, die Frage. Es ist das Gefühl der Sicherheit, ja? Deswegen habe ich früher auch häufig mit IT-Security-Firmen zusammengearbeitet, weil eben da die Frage, das Branding im Grunde eine sehr einfache zu beantworten war und von daher auch wiederum sehr vergleichbar. Also Antivirus-Software-Lösungen hatten wir eine sehr, sehr harte Zeit über mehrere Jahre. Hier, sagen wir mal, war eine sehr, sehr vergleichbare Software, ne? Und war häufig dann auch nicht so einfach zu verkaufen. Da war es dann wieder zu einfach. Das heißt, wenn du jetzt halt auch vielleicht ein paar Bedenken haben solltest, mal angenommen, du bist jetzt einfach individueller Softwareentwickler oder Java-Programmierer oder PHP oder Ruby on Rails-Programmierer oder was auch immer oder .NET-Experte und du denkst, ach, es ist doch in meiner Branche mit meiner Expertise so unfassbar schwierig, irgendwie hier ein Brand aufzubauen und so weiter. Jackpot. Ja, wahrscheinlich denken viele andere auch so, deine Mitbewerber. Und das ist für dich eben gut, weil dann ist es eben für dich umso leichter, eben einen aufzubauen. Also wenn du der einzigste .NET-Entwickler bist, der es geschafft hat, ein Brand aufzubauen als der .NET-Entwickler, ja, dann aus welchen, wie auch immer im Detail, ja, dann hast du natürlich einen wahnsinnigen Vorteil, ja, als wie vielleicht in einem Produktsortiment wie zum Beispiel Antivirus-Software oder ja, wenn du Experte bist für Penetrationstests, gut, dann willst du das Gefühl von Sicherheit vermitteln und das ist halt wiederum sehr vergleichbar. Ne? Okay, wenn du hier zusätzlich noch Informationen möchtest, dann bewerb dich bei mir gerne für ein Strategiegespräch. Ich bediene in der Regel sehr viele Kunden, die häufig vergleichbare Produkte und Dienstleistungen haben, aber natürlich machen wir uns auch sehr häufig Gedanken um das Thema Branding, weil es natürlich ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist in einer gesamtheitlichen Marketing- und Sales-Strategie, End-to-End. Ja? Und das ist es, was wir für unsere Kunden gerne bieten. Und ein gesamtheitliches Konzept und auch eine Umsetzung und eine operative Unterstützung derselbigen. Und dann melde dich einfach bei mir. Und wenn dir so das Video irgendwie einen Impuls geben konnte, ich mit diesem Video, dann bitte gerne den Daumen hoch. Einfach da die Glocke abonnieren und einfach mal wieder mal vorbeischauen auf meinem YouTube-Kanal. Damit ist mir dann auch schon sehr geholfen. Beziehungsweise wenn du vielleicht mit deinen Mitarbeitern oder mit deinen Kollegen oder dann mit deinen Freunden oder wenn du in irgendwelchen Communities zu Hause bist, das Video eben teilst. Wenn eben mal wieder dieses Thema Branding oder was ist Brand und so weiter gehypt wird. Ja. Und ein kleiner Tipp noch zusätzlich. Viele scheitern beim Thema Branding eben nicht, weil sie nicht irgendwie schon auf dem richtigen Weg wären oder weil sie es nicht verstanden haben, was es bedeutet oder weil sie es nicht können oder was auch immer. Es ist eigentlich letztendlich, mangelt es häufig an Beharrlichkeit, also Konsistenz. Ja. Sie fangen was an und dann ziehen sie es nicht durch. Branding, also ein Brand entsteht nicht von heute auf morgen, auch nicht in 3 Monaten, auch nicht in 6, auch nicht in 12 Monaten wirklich. Da müsstest du schon sehr, sehr viel Gas geben, also wirklich 100.000 Euro in Ads-Budget irgendwie stecken. Und dann vielleicht nach 12 Monaten hast du sowas wie einen leichten Branding-Effekt. Aber um wirklich Branding, sag mal,
wirklich starken Branding-Effekt zu haben, brauchst du eine gewisse Marktdurchdringung auch. Ja. Also je nachdem, was du da konkret deine Zielgruppe ist. Aber lass uns dazu eben mehr sprechen. Ja. Und was auch noch, ein zusätzlicher Punkt noch, jetzt sind wir schon wieder über 10 Minuten, aber viele IT-Entwickler, also viele technische, sehr begabte Leute haben immer noch Ressentiments, einfach zum Beispiel so ein Video zu machen wie das hier. Ja. Und machen sich da viel zu viel Gedanken darüber und so weiter. Aber Video ist halt eines der stärksten Branding-Unterstützer als Medium, ja, nach wie vor. Es ist letztendlich, ja, YouTube hat den TV abgelöst, also den Fernseher. Ja, wenn ich mal zurückdenke, ich bin jetzt auch schon etwas älteres Semester, gehe schon langsam auf die 40 zu. Und wenn ich jetzt mal zurückdenke, 10, 20 Jahre, es war quasi undenkbar, ins Fernsehen zu kommen. Also die Leute, die ins Fernsehen gekommen sind, ja, das war irgendwie so zu Markus Lanz oder sowas. Ja, das waren, also musstest du schon mindestens 10 Bücher geschrieben haben oder was. Also es war undenkbar. Heute machst du dein eigenes Fernsehen, ja, deinen eigenen kleinen Kanal und fertig. Ja, also in ein paar Wochen kannst du deine ersten Videos raufladen. Also melde dich bei uns und dann sehen wir uns auf der anderen Seite. Ich freue mich auf dich in der Strategie-Session oder halt einfach einen Kommentar da lassen, dann beantworte ich den auch gerne. Bis dahin, dein Thomas Klein. Ciao.